Wir kommen gerade aus dem Camp Kara Tepe. Kara Tepe wird auch als Moria 2 bezeichnet. Moria ist ja letztes Jahr im September komplett abgebrannt und viele Geflüchtete leben jetzt hier im Camp Kara Tepe. Die Bedingungen sind leider in keinster Weise besser geworden. Im Gegenteil, die Menschen leben in Zelten direkt am Meer, im Sturm, im Winter, im Schnee, in der Hitze, im Sommer. Die humanitären Bedingungen sind katastrophal. Hinter uns spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab und verantwortlich dafür ist die EU, die diese Hotspots geschaffen hat mit dem EU-Türkei-Deal. Verantwortlich ist die EU mit dem Dublin-System, die Geflüchtete an den EU-Außengrenzen interniert. Hinter uns befindet sich die tödlichste Grenze der Welt, nämlich das Mittelmeer. Und diese humanitäre Katastrophe muss sofort beendet werden. Es braucht legale Fluchtwege und ein Ende der Internierung und der Perspektivlosigkeit und Menschenrechtsbrechens hier in diesen Lagern. Deswegen, es braucht ein faires System der Verteilung und ein Ende dieser inhumanen Politik.